Donnerstag, mittlerweile schon sozusagen einen Tag vom Wochenende. Und vom Wochenende heißt für uns wieder, Events stehen an. Wir haben wieder jede Menge zu tun. Wir sind gerade wieder in einer heißen Vorbereitungsphase. Ich war gerade noch fliegen. War heute sehr interessant. Die Kanzlermaschine war heute in Hamburg. Haben wir beim Starten gesehen. Und ja, jetzt geht's für mich ins Büro. Und mein liebes Team freut sich schon wie Bolle auf die Bilder vom Urlaub. Denn wir haben ja gestern die ersten Bilder gesehen. Harry und ich waren ja in Miami im Dezember. Und Antje und Stefan wollen ja Urlaub machen dort. Oh, guck mal, wer der ist. Damit hier, dann komm rein. Ist übrigens einer, der sich auf mich freut, ne? Stefan, freust du dich auch auf mich? Hallo, Stefan. Hallo Sven, super. So, die waren ja, die wollen ja in Urlaub fahren. Ich war ja schon da und deswegen gibt's heute, wenn ihr nett seid, Stefan, wenn ihr nett seid, gibt's heute Part 2. Wir sind immer nett. Weißt du was, ein Part 2 ist ja genau das, was euch interessiert. Part 2 ist nämlich unser erster Seetag im Dezember. Dazu aber mehr. Ich ziehe mich jetzt mal um und bin gespannt, was hier alles so passiert ist, was ihr alles so Schönes gemacht habt. Und wir haben noch ein Problem, Stefan. Wir haben noch ein Problem. Mein Roller hinten, das Rad schleift und ich habe ja zwei... Linke Hände. Machst du das? Dankeschön! Und ihr seid live dabei, während wir den Roller reparieren. So, wir brauchen jetzt Diamond seine Höhle. Diamond, komm mal raus. Das ist lustig. Das ist. Oder wolltest du Diamond mittragen? Diamond, geh mal rein. Rein. Ins Körbchen. So. Die Majestät wird ja auch immer getragen. Bei drei. Eins, zwei, drei. Der Diamond wird getragen. So. Ja. Oh. Warte, so. Damit einmal drehen, du vielleicht. So. Das ist jetzt unsere Arbeitsfläche. Damit willst du drinnen bleiben oder willst du rauskommen? Komm schnell raus. So. Und jetzt werden wir den Roller nehmen. Stefan, das ist schwer. Komm. Ah, komm, was ist das? Wenn du vorsichtig hinten anfährst, ich fasse hier vorne an. Muss bloß vorsichtig sein. Jetzt in die große Rollerwerkstatt, wenn es einer sieht, dann gibt es keine Garantie mehr. Hält das? Hält perfekt. So, wir müssen es jetzt so machen. Du musst unten anfangen zu rollen. Warte mal. Es geht los. Warte mal, jetzt hier. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Ich beginne jetzt. Und du kannst ein bisschen rollen. Ein bisschen. Super. Und jetzt müsstest du mal gucken, wo es... Siehst du es? Das ist es. Wo ist das? Hörst du das? Ja. Und was ist das? Genau das muss weg. Große Frage. Was ist denn los? Sag ich, Schiffsblech. Genau, da müssen wir was machen. Wir müssen runtergucken, das muss weg. Das darf nämlich nicht sein. Soll ich mal ausmachen? Ja. Es ist der echte Hammer, ne? Es ist echt der Oberhammer. Ich finde, dieser Arbeitsplatz ist total schön. Hier sieht man nämlich am besten. Diamond. Guck mal hier. Die Diamond-Zimmer. Hallo. Während der Arbeitszeit. Ne, wir gucken mal schön zu dritt. Wir reparieren heute den Roller. Hörst du es? Guck mal, meine. Da ist es. Was ist das? Ah, ich weiß, was es ist. Was ist das? Das ist hier, er hier. Das ist hier das Ventil vom Reifen quasi. Ja, was machen wir da? Das Kürzen, keine Ahnung. Kann man nicht, ne? Weil, guck mal, wenn das gerade läuft, aber sobald sich das ein bisschen rüber bewegt, knallt das halt dagegen. Also siehst du, komm mal auf die Seite, dann kann ich dir das aber... Das ist der Minimum auch über hier. Ich muss kurz demonstrieren, schnell wie das geht. Guck mal, den hier, der ist ja zu lang. Ja. Und wenn du jetzt fährst, dann bewegt sich das ja. Und wenn das bewegt sich, knallt das dagegen. Ja. Und dadurch? Was kann man da machen? Warum war das vorher Kann man nicht das so? Hier nicht lösen und dann rüberdrücken weiter? Ja, wenn wir so einen Weg zurück haben. Oder ist es eher scheiße? Das ist wert. Das ist nicht so eine, das ist so ein bisschen eine Lücke da, aber ich kann auch sein. Oder man kann das wieder richtig, kann das hier richtig reindrehen? Ne, das ist ja richtig drin, ne? Das ist, weiter geht's nicht, ne? Hab ich auch schon versucht. Wir haben den Corpus Delictus haben wir gefunden. Wir wissen, warum es jetzt immer klappert. Und jetzt muss es nur noch repariert werden. Warum hat das die Verschmierung hier? Weiß das nicht. Das ist aber genau dieser Klapperer. Ich meine, es ist jetzt nichts Schlimmes, deswegen werde ich jetzt nicht stürzen oder so, aber es ist natürlich unangenehm, ne? Auf die Dauer, weil es nämlich extrem laut ist und alle erkennen mich schon von Weitem, hören mich schon von Weitem, wenn ich komme. Ja. Was ist eigentlich, wenn wir das abdrehen? Wie weit gucken wir raus? Okay, das läuft noch. Ich will daran vorbeilaufen. Also es ist eher die Plastikhülle, die
zu lang ist quasi. Wird sie kürzer? Ich habe von sowas keine Ahnung. Vom Fahrrad vielleicht? Wollen wir die vom Fahrrad mal nehmen? Soll ich mal gucken? Ich habe ja noch ein Fahrrad hier. Guck mal, ich habe hier ein Fahrrad. Soll ich mal meinen... Haben die alle so einen kleinen Nippel oben drauf? Na, ich habe auch einen kleinen Nippel oben drauf. Ich nehme mal vom Fahrrad das Ding hier ab. Ich glaube, die sind noch größer, ne? Kann das sein? Hightech vom Feinsten. Guck mal, Antje ist fleißig am Arbeiten. Jetzt habe ich mir noch schmutzige Hände gemacht, guck, wie ich aussehe. Guck mal, wie sieht der aus? Ja, wenn er echt eine echte Werkstatt hat, ich glaube, das ist gleich lang. Ja. Ja. Immer trotzdem. Meinst du? Probier mal. Versuch es wert. Okay, gib mal nochmal Kickstart. Mach du mal. Das ist eigentlich nur bei Belastung. Und wenn er noch da geht, aber warum? Gib mal her, wir probieren das mal. Ansonsten, ich würde sagen, erstmal für heute ist der Fall erledigt. Wir haben den Fall gelöst und morgen probieren wir das Ganze mal aus. Was machst du eigentlich hier, Luisa? Ich räume auf. Warum? Weil hier alles mal weg muss und das im Weg steht und das mich nervt. Du kannst ruhig ehrlich sein, wir bekommen nächste Woche einen Besuch, hohen Besuch. Und da der hohe Besuch kommt, muss hier ordentlich sauber gemacht werden. Wer kommt, das verraten wir nicht. Das seht ihr dann selber nächste Woche irgendwann im Vlog. Gibt es hier was für mich dabei? Nee. So, danke, Stefan. Danke, Diamond. Und ja. Ich arbeite jetzt ein bisschen noch. Oder wollen wir noch zusammen die Hütte wieder reinbringen? Ja. Geht los. Hoppsala. Diamond. Dein hat aber eine sperrige Hütte, ey. So. Tolle Arbeit. Das war's. So, ich bin jetzt wieder mit unserem schönen Friends Cup Pokal unterwegs, weil da muss die Plakette mal wieder erneuert werden. Es war ja der letzte Friends Cup im Beachvolleyball, wo Team Pink gewonnen hat. Das muss natürlich hier mit drauf geschrieben werden. Ja, auf geht's in den, in den Pokalladen, ne? So, Pokal jetzt abgegeben. Ihr glaubt es nicht, nicht nächste Woche Montag abholen, sondern nächste Woche Dienstag. Es hat sich der Tag geändert. Juhu! Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Auto frei. Auf geht's. Zurück ins Büro. Eigentlich sollten meine lieben Mitarbeiter ja jeden Tag eine gute Aufgabe für mich erledigen, damit ich ihnen dann einen meiner privaten Reisevlogs zeige. Und zwar geht es ja um Miami, weil Antje und Stefan wollen zur Weihnachtszeit in Urlaub, wollen aufs Schiff und womöglich auch nach Miami. Und deswegen habe ich ja gestern das erste Mal den ersten Teil gezeigt, war ja mit Harry da, Miami Beach. Dann ist es ja sozusagen jetzt in Teil 2, soweit ich aufs Schiff gehe. Und diesen Teil 2 habe ich vorbereitet. Den kriegen die Herrschaften jetzt auch, ohne dass sie was dafür tun müssen. Da habe ich so einen Zettel vorbereitet, den klefte ich jetzt hier rauf. Und wenn sie kommen, wissen sie, Teil 2 ist auf dem Server. Ist ganz einfach, oder? Das wird Svenja freuen. Ich habe am Samstag noch eine Moderation von 11 bis 13 Uhr für ihn. Okay. Ja, cool. Aber ist das schön? Spielt um 13 Uhr Pauli? Ja, kann das sein? Ja, ne? Ja, natürlich. Naja, Time Management oder wie nennt man das, wird schon irgendwie gehen. Oh, naja, muss er wohl durch. Ach, das schafft er. Muss er flinke Sachen machen. Könntest du kurz ausschließen? Ja, soll er machen. Naja, mal gucken, was hier wieder anliegt. Flinke Füße. Ja. Ach, das würde ihn freuen. Naja, der ist ja so ein großer Pauli-Fan, ist er ja nicht. Ja. Oh. Teil 2 auf Server. Oh, ich glaube, er hat uns Miami wieder raufgepackt, den zweiten Teil. Oh, ich freue mich. Luisa! Antje! Ja? Ja, Frau! One small step for man, I am pleased to be here.
der Stelle kann ich nur eins sagen. Good morning, Tempe. Und Harry ist auch schon wach. Harry war nämlich heute, ging er zu mir, sehr fleißig. Harry war heute Morgen im Bett und hat geschlafen, hat einen Tee getrunken, während ich mich schon beim Sport ergötzt habe. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Heute Morgen 6 Uhr wach geworden. Gibt es davon Bilder, wie du Sport gemacht hast? Gibt es. Gott sei Dank. Die sieht man nämlich jetzt. Und es war wirklich ein wunderschöner Morgen beim Sport. Und jetzt sind wir im nebligen Tempe. Man sieht es schon. Aber Tempe ruft förmlich. Tempe steht ja für Meerestiere, für Langusten, für, wie heißen diese Wunder? Lobster. Man soll aber wunderbare Garnelen hier essen können. Also ich bin ganz gespannt, was heute noch passieren wird. Wir erkunden jetzt mal die Stadt und dann schauen wir mal weiter. Übrigens, gestern hatten wir einen fantastischen Seetag. Harry hat sich verliebt in das wunderbare Meeresklima, in diese wunderbaren schaukelnden Momente an Bord. Ich glaube, mehr kann ich gar nicht sagen. Ich hätte gern Schifferklavier gehabt. Übrigens hat Harry einen Wunsch. Harry würde ganz gerne eine Uniform haben. Und diese Uniform vom Kapitän aus dem Faschingsfundus würde sich gerne an Bord setzen. Ja. Und mal sehen, was dann passiert. Aber dazu vielleicht mehr im nächsten Jahr. So, wir sind mittlerweile angekommen, endlich nach ca. 10 Minuten, die wir nur gesucht haben heute, in Iwa oder wie es immer heißen mag. Aiba heißt das hier. Das ist praktisch die Altstadt von Tampa Bay. Ganz fantastisch. Französischer Kolonialstil, super Stück der Häuser, tolle Restaurants. Ein Träumchen. Aber Harry vergisst zu sagen, dass er uns ehrlich in die Wüste geführt hat. Die waren nämlich erst im Financial Center und er war bockig, er war stinkig, er ist rumgelaufen, hat mit mir nicht mehr geredet. Und jetzt ist er wieder gut drauf. Wenn du machst, was ich sage, gibt es immer ein Happy End. Das habe ich meinen Ex-Frauen auch immer gesagt. Und Harrys Einkaufen mal wieder. Ich weiß nicht, was er sich jetzt gerade kauft. Wahrscheinlich was Süßes, ganz heimlich. Erst sind wir kilometerweit gelaufen, hat er schön Kalorien verbrannt hier in Tampa, bei der Temperatur. Und jetzt holt er sich garantiert was Süßes hier in diesem wunderbaren Store. Oder vielleicht auch einen Magneten, man weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Geht einfach mal rein. Harry, hast du Magneten gekauft? Ja. Hast du Magneten gekauft? Das war ganz, ganz süß. Wenn du schon mal in Tampa bist, dann musst du diesen Magneten kaufen. Da ist ein Glückspenny drin. Guck mal. Lucky Penny Tampa, Florida. Ist das süß? Wenn der nicht Glück bringt, was dann? Ich bin gespannt, was es bringt. Auf jeden Fall haben wir eingekauft mal wieder. Und jetzt geht's weiter. Wir gehen weiter spazieren durch Tampa. Sommer, Sonne, Tampa Bay. Schon ein bisschen spooky, oder? Das ist historisch. Das ist richtig historisch. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, ich habe gelesen, das war die erste Straßenbahn in Amerika, die überhaupt gefahren ist. Und die haben die vor ein paar Jahren wieder aktiviert. Du bist gut vorbereitet. Ich finde es total toll. Das hat was. War das jetzt schon eine schöne Reise, ne? Ja, ich glaube, das könnte unsere Reise werden. Fahrt ihr jetzt beide? Ja! Ja, ich bin dabei. Ich glaube auch. Manu, ich bleib hier.